Videocheck. Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck und heute geht es um die Top 10 der Weihnachtsgeschenke 2017. Fangen wir an mit Platz 10. Cosmo Robot von Anki. 229 Tacken sind ganz bestimmt nicht wenig Geld, aber dieses Spielzeug hat es echt in sich. Er erinnert etwas an Wall-E aus dem Kinofilm. Kinder lernen programmieren, mit Apps umgehen, das Ganze funktioniert über iOS und Android. Ein Smartphone ist natürlich vorausgesetzt und das Ding ist besser als Tamagotchi und Furby zusammen. Platz 9 holt auch die Firma Anki mit Anki Overdrive. Overdrive ist die Alternative bzw. Carrera-Bahn 2.0. Autos sind per App steuerbar, Erweiterungen sind möglich und sogar gegen den PC kann man fahren. Platz Nummer 8 holt sich das Gesellschaftsspiel Ice Cold. Es hat übrigens einige Preise abgeräumt und ist das erste Schnipsspiel überhaupt und bringt natürlich die ganze Familie zusammen, wenn es um das Spielen geht. Platz Nummer 7 ist auf jeden Fall der Tip-Toy-Stift. Er ist nicht ganz billig, er kostet 37,99 €, Erweiterungen sind auch sehr teuer, aber es ist ein schönes, sehr, sehr schönes Lernspielzeug. Toll sind auch die Erweiterungen, dass man Hörbücher hören kann, dass man auch Musik hören kann und deswegen ist das in meinen Augen ein perfektes Geschenk, das auch genutzt wird und nicht irgendwie in der Schublade rumliegt. Platz Nummer 6, die Drohne. Wir erobern die Lüfte. Für 125 € mit der Xeon ist man dabei. Klar, es gibt auch bessere Modelle, aber dieses hier hat VPV-Übertragung, also ihr kriegt das Live-Bild direkt auf eure Fernbedienung. Phantom Copter und keine Ahnung, wie sie alle heißen, sind natürlich tausendmal besser. Aber das Ganze muss ja auch preis-leistungsmäßig passen und auch kinderfreundlich gestaltet sein. Platz Nummer 5, die Hatchimals. Das sind die Furbies quasi aus dem Ei. Die schlüpfen nur einmal, liebe Erwachsene. Die schlüpfen nur einmal aus diesem gottverdammten Ei. Und dann nie wieder. Das Ei ist kaputt. Ne? Und achtet bitte darauf, ob das wirklich noch Trend ist. Es steht hier, wie gesagt, in den Top 10 mit drin. Aber guckt da bitte nochmal genauer nach, ob dieses kleine Mistvieh wirklich bei euch zu Hause einziehen sollte. Platz Nummer 4 ist etwas pauschalisiert. Lego und Playmobil sind wirklich die Top-Dinge zum Schenken. Die regen die Kinder zum Spielen und zur Kreativität an. Und ganz oben dabei ist auf jeden Fall themenbezogene Sachen, wie zum Beispiel Ninja Groß bei den Jungs oder das Puppenhaus bei den Mädels. Auch interessant ist auf jeden Fall Lego Boost, denn hier lernen die Kinder nicht nur das Zusammenbauen der Teile, sondern auch das Programmieren dieser ganzen Dinge. Platz Nummer 3 ist ganz klar das Smartphone. Ohne Smartphone ist man als Jugendlicher oder als Kind heutzutage echt ein Außenseiter. Und liebe Erwachsene, wenn ihr schon so viel Kohle für ein iPhone oder sonst was ausgibt, kauft doch gleich ein Panzerglas und eine Schutzhülle, weil sonst ist der Spaß ruckizucki wieder vorbei. Platz Nummer 2 ist mein persönlicher Favorit, ein Hoverboard. Ich habe selber eins, ich habe auch diesen Aufsatz, wo man drauf sitzen kann und ein Hoverboard ist mega geil. Die Dinger sind nicht mehr so teuer, die kosten im Schnitt zwischen 150 und 200 €. Ich weiß nicht, zu Weihnachten werden sie vielleicht nochmal ein bisschen teurer, aber das ist auf jeden Fall etwas, was richtig geil ist und Spaß macht. Achtung, die ersten Feldversuche würde ich nicht vom Tannenbaum probieren. Höchstens, ihr habt gerade die Kamera parat, um neue Videos für YouTube zu machen. Kommen wir zu Platz Nummer 1. Platz Nummer 1 sind definitiv die Konsolen. Ich habe meine persönliche Konsole unten in die Infobox mit reingepackt als Link. Auch die ganzen anderen Top 10 Sachen. Aber Konsolen sind einfach nur der Hammer. Du kannst dich davor setzen, entspannen, vergessen, was um dich hinzu ist. Kannst mit anderen Leuten online spielen. Und deswegen finde ich Konsolen einfach mal toll. Und die Kids lieben Konsolen. Informiert euch natürlich vorher, für welche euer Kind sich interessiert. Und ganz wichtig, diese Mini-Konsolen, Retro-Games, das ist eher was für Erwachsene, für alte Hasen. Also, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und hoffe, dass ihr das richtige Geschenk findet. Ich hoffe natürlich auch, dass ich euch weiterhelfen konnte. Wenn ja, lasst doch einfach ein Abo da, einen Daumen nach oben. Das würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich sage bis morgen, bis zum neuen Video hier auf Videocheck. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Euer Paul. Ciao.